unfassbar, wie unwirklich dieser Ort ist. Und dann guck mal darüber. Das ist eine Oase. Was das eigentlich echt für ein Abenteuer ist, was auf uns zukommt. Ja. 1200 Kilometer. Das ist der Fluss der Schlüssel. Das muss jetzt bis ins Mittelmeer reichen. Jetzt geht's los. Diese arabische Welt, die ja für uns so fremd ist und so neu ist. Das ist so faszinierend, unser Planet, und dass wir das machen dürfen. Das ist so geil. Ja. Ey, wie freundlich die sind, ne? Was für eine Begegnung. Toll. So, da. Reise in eine andere Welt. Wir nähern uns ja auf diesen Tempeln auf eine Art und Weise, wie sich vielleicht ein alter Ägypter genähert hätte. Also Stand-Up-Paddeln gab es seit Jahrtausenden quasi auf der ganzen Welt. Und natürlich haben die Ägypter sowas Ähnliches auch gemacht. Wir haben uns gut verstanden, wir beiden. Guck mal. Oh, krass. Ich finde das so faszinierend hier, so packend. Da kommt nichts mit. Das Einzige, was nervt, ist die Wasserschutzpolizei, die uns die ganze Zeit begleitet. Aber komm auch mit klar. Soll mich festnehmen, ich kann gar nicht. Wir sind in Polizeigewahrsam. Ja. Wir sind in einem Knastauto gelandet. In Ägypten. So eine Reise ist für ein Leben viel, viel wertvoller, als wenn ich mir einen neuen Porsche kaufe. Kostet auch weniger so eine Reise. Immer gutes Wetter in Kiel. Jeden Tag scheint die Sonne, wir haben keinen Wind, wir können jeden Tag auf die Förde. Nee, Quatsch. Es ist Scheißwetter hier. Jeden Tag im Winter. Ja, eigentlich ist das für Outdoor-Aktivitäten ist die Kieler Region von November bis März gesperrt. Und da begeben wir uns gerne in andere Regionen, wo man auch sich draußen aufhalten kann, ohne zu erfrieren. Ja, heute ist ein totales Wunder, dass die Sonne scheint und uns nicht der Wind von diesem Steg bläst. Tim Kruse und sein bester Kumpel Thorsten Schulze, genannt Turtle, lieben das Wasser. Doch eine Kreuzfahrt wäre gar nichts für die beiden Abenteurer. Ja, auf so einem Massending mit Massenabfertigung. Alles ist geplant, alles. Du hast ja gar kein Abenteuer, gar keine Überraschungen. Und genau da will ich ja raus. Ich will ja raus aus unserer Zone, wo es uns nur gut geht. Ich will ja raus aufs Wasser und was erleben, was verrückt ist. Diesen Kreuzfahrtschiffen wird ja doch nachgesagt, dass sie ziemlich Umweltverschmutzer sind. Ja. Und auch was die Gehälter der Angestellten angeht, nicht so gut sozial sind. Insofern wäre das auch niemals ein Reisemittel meiner Wahl. Das Paddelbrett aber schon. Damit wollen die Freunde jetzt runter von der Förde und rauf auf den Nil. So eine Reise kann man nicht planen. Das ist schon echt ein Abenteuer. Keine Ahnung, wie wir schlafen und wie wir was machen und wo Skorpione und Schlangen auf uns warten. Ja, und deshalb will ich es auch unbedingt zusammen machen, zu zweit, mit einem Freund machen, auf den ich mich verlassen kann. Aber lauern im Nil nicht gefährliche Tiere? Besser mal jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. So wie Zoodirektor Guido Westhoff. Schauen wir gerade mal, was einem da so alles nicht stehen kann. Gehen wir einfach mal rein, oder? Also hier haben wir unsere Nilkrokodile drin. Das ist eine der größten Anlagen für Krokodile in Deutschland mit 400.000 Litern. Und wir haben hier drei ausgewachsene Nilkrokodile drin, die 3,5 Meter etwa sind. Ja, der kommt da jetzt runter. Gott, oh Gott. So eine Bewegung habe ich noch nie gesehen. Ich finde die ganz schön beängstigend. Unfassbar. So, herzlich willkommen hier bei unserer Krokodilquarantäne. Treten Sie näher. Also ihr könnt gerne auch ein bisschen näher rankommen, dann könnt ihr euch auch mal das Maul von nah anschauen. Eben ein sehr kräftiges, großes Gebiss, sehr schöne, ausgeprägte Zähne
Und das ist eben, also diese Zähne, wenn man sich jetzt wundert, auch, oh, die sehen gar nicht so spitz aus. Und deswegen diese hohe, intensive Beißkraft, zuzubeißen, zu fixieren. Ja, dem möchte man echt nicht begegnen. Wenn sich da irgendwas bewegt und paddelt, dann gucken, was da passiert, wenn ich da mal dran stupse oder da mal reinbeiße. Was ist denn das überhaupt? Ich kenne das gar nicht. Und in dem Moment, wo der Paddler dann ins Wasser fällt, dann denkt er sich, oh, da kommt ja ein Frühstück runter. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Also im Nil sind sie nur am oberen Nillauf südlich vom Aswan-Staudamm überhaupt da. Die Fließgeschwindigkeit mundet denen nicht so sehr. Sollten sie doch ein Krokodil sehen, würde ich so schnell wie möglich zusehen, aus dem Wasser zu kommen in dem Bereich. Ja, bitte einfach, komm mal. Die größte Gefahr, das sind die ganz kleinen Sachen, die kaum 10 mm groß werden. Das sind die Infektionskrankheiten, Filarien, Bilharziose. So, hier sind wir jetzt in unserem Quarantänebereich für die Reptilien, also den Landbereich. Das sind jetzt Königsnattern, völlig harmlos, einfach durch die Hände gleiten lassen. Und, oh nein, nimm sie raus, nimm sie raus. Ja, die hat da einmal in den Ärmel reingeguckt. Ne? Fühlt sich ziemlich weich an. Ich habe immer Angst, dass sie mir gleich in den Arm reinkriecht. Aber es ist jetzt nicht unangenehm. In Ägypten haben wir alles. Da haben wir giftige Schlangen, die runde Pupillen haben, keinen abgesetzten Kopf, wie die Kobras zum Beispiel. Und wir haben die normalen Vipern mit dem abgesetzten Kopf und den Schlitzpupillen. Also da hilft keine Regel. Ich würde mich einfach fernhalten von allem, was da Schlange ist, um auf der sicheren Seite zu sein. Okay. Ja, habe ich jetzt gehabt, aber dann für den nächsten Monat verzichte ich drauf. Ja, sehr gerne. Viel Erfolg bei der tollen Tour. Ich drücke die Daumen. Das Krokodil war eindrucksvoll und vor allen Dingen, wie schnell es dann auf einmal wird, von null auf tsch. Und wie er sagte, dass die eigentlich nur so rumlauern den ganzen Tag und dann zuschlagen. Einfach, lass uns beten, dass wir den Dingern aber nicht begegnen. Sagte, es gibt eigentlich keine am unteren Nil. Ja. Dafür umso mehr von diesen kleinen Bilharziose-Viechern. Das ist scheiße. Ja. Die Bilharziose ist eine Tropenerkrankung, die durch kleine Wurmlarven im Wasser übertragen wird. Ja, ich habe leider den ersten Zug gleich verpasst. Der ist vor mir abgerollt. Aber jetzt sind wir hier und so weit, so gut. Ja, haben alles dabei. Klamotten, Zelt. Kochsachen. Das ist halt das Tolle an diesen aufblasbaren Dingern. Ne? Die packst du hier rein, pumpst das auf und bist sofort mobil. Das ist perfekt. Wir haben hier quasi eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Reise-Vehikel, Mobilität. Alles in zwei Taschen. Ja. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsbefreiung. Erstmal ist es anstrengend loszukommen, aber wenn man dann unterwegs ist, so minimalistisch, ist es doch sehr erleichternd. Der Nil gilt als der längste Fluss der Erde. 6.650 Kilometer fließt er durch Afrika. Tim und Turtle haben sich den letzten Flussabschnitt vorgenommen. Einmal durch ganz Ägypten. Ah, Perino, der hat Reisefieber ein bisschen. Ja, das ist es, Reisefieber. Wir tauchen jetzt in die arabische Welt ein und da vorne ist der Nil. Und das Verrückte ist, dass das für die Leute hier alles so normal ist und für uns eine total fremde, verrückte Welt. Das ist der Fluss der Flüsse. Das ist so einmalig hier. Oh, die ersten Felucken. Es steht schön Wind auf dem Weg. Das ist kein Wind, Mensch. Ja, wir sind jetzt hier am Aswan-Staudamm. Das ist der Beginn unserer Reise. Von hier gehen die 1200 Kilometer bis zum Mittelmeer. Und der Aswan-Staudamm produziert 20% des Stroms für ganz Ägypten. Ja, das ist ein Monsterbauwerk. Wie breit er ist. Ja, der muss da ja eine Masse an Wasser stoppen, damit das hier nicht durchbricht. Phänomenaler Bau. Ja, dann kommst du dann hinter der Kuppe, aber auch wieder voll in den Wind rein. Ja. Weil, siehst du da die Strömung? Ja. Im Wind steht und fällt der Erfolg dieser Reise. Haben wir jeden Tag so einen Wind wie jetzt, ist es unmöglich in der Zeit zu schaffen. Keine Chance. Aber diese Welt hier, ne? Diese arabische Welt, die ja für uns so fremd ist und so neu ist, das ist so faszinierend, unser Planet, und dass wir das machen dürfen. Das ist so geil. Ja. Was das eigentlich echt für ein Abenteuer ist, was auf uns zukommt. Ja. 1200 Kilometer. Und dieser Fluss in der Wüste, ein Wunder. Dass mitten durch diese Sahara ein Fluss fließt und da hat sich halt diese Hochkultur gebildet. Ja. Wahnsinn.
dreimal so viel Druck wie auf dem Autoreifen. Schon was. Ich hoffe, wir müssen das relativ selten machen. Also das muss das Business mit dem erreichen. Macht man nicht so gerne. Relativ anstrengend. Ja, das nervt voll. Aber gehört dazu. Wir haben hier zwei unterschiedliche Paddel. Ne? Das hier ist fürs Sitzen. Und das ist fürs Stehen. Also die Finne sorgt halt für die Anströmung. Ja? Einfach damit du gerade ausfährst, sonst bist du halt wie ein Kreisel. Würdest du sonst übers Wasser gehen? Hey, haben wir alles? Ich war jetzt mit den Füßen drin und ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Noch merke ich keine Würmer, die in mich reinkrabbeln. Und dann hat ja der Tropenexperte uns gesagt, wir sollen versuchen, Wasserkontakt zu vermeiden. Fängt ja gut an. Tim ist mit seinem Sub schon die Donau und den Rhein herabgepaddelt. Mit Turtle war er auf der Biskaya unterwegs. Auf dem Nil beginnt für beide nun aber ein ganz neues Abenteuer. Tim, was siehst du da hinter dir? Aswan Start von unserer Reise und jetzt geht's los. Wenn ich allein wäre, würde ich heulen, glaube ich, weil so viel Anspannung von mir abfällt. Ich hatte so Schiss hier vor und klappt das alles. Und jetzt sind wir unterwegs und das ist der Hammer. Das ist Wahnsinn. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade voll im Jetzt. So. Ja. Einfach geil. Also ich dachte eben, ich paddel auf der Schwentine und dann, nee, ich bin ja hier voll im Orient unterwegs. Paddle like an Egyptian. Ja, es fühlt sich einfach richtig an. Ja. Fühlt sich total verrückt an, dass wir jetzt wirklich hier sind. In Ägypten. Das ist Apfeltee. Abin. Abin. Problem. Yes, apple. Abin-Tee. Something I can eat. Ich suche was für eine Nudelsauce. Ich hätte frische Tomaten da. Nein, wir können nur ganz einfache Sachen auf dem Campingkocher machen. Dann vielleicht im Supermarkt. Gut, danke. Also ich wollte eigentlich so eingelegte Tomaten, dass wir uns schnell was kochen können zu essen, ohne viel Zutaten eigentlich. Irgendwie so ein Ready-Mix suche ich. Hier gibt es auf jeden Fall Fleisch und alles Mögliche, aber wir wollen was in der Dose, was wir mitnehmen können. Das ist der Plan. Aber jetzt haben wir schon einen schönen Tee schon auf jeden Fall. Ist lecker. Wir sind nicht in Italien, müssen wir feststellen. Ne? Das sieht auch, das ist auch nur Tomate, ne? Oh, guck mal, das ist doch Thunfisch, oder? Thunfisch, Tomatenzeug. Wir wollen schon ein bisschen soßig, soll es schon sein, ne? Lass mal probieren, ich glaube, das ist geil. Könnte mal ausprobieren, könnte geil sein. Guck mal, dann nehmen wir einfach das und mischen das zusammen. Ja, hast du einen Dosenöffner mit? Dann brauchen wir noch Gewürze. Hast du einen Dosenöffner mit? Ja. Ja? Im Leverment ist einer drin. Also zu Hause laden wir uns mal gegenseitig ein und kochen schön und machen es echt mit viel Liebe und so. Und hier geht es einfach darum, Energie in den Körper zu kriegen.
Ja. Und möglichst viel davon. Und man kann ja auch nicht wirklich viele Gewürze mit sich rumschleppen. Nee, wir sind ja voll beschränkt hier. Das ist ja minimalistisch hoch 10, was wir machen. Ja. Ja, mit unserem kleinen Kocher und einem Topf. Und, ey. Oh, it's penalty shooting. Oh, Elfmeterschießen. Oh. Ist es FA Cup? Also spielt Chelsea gegen Liverpool FA Cup. Und die Ägypter sind alle Liverpool-Fans, weil Mo Salah Ägypter ist und bei Liverpool spielt. Afrikas Fußballer des Jahres. Und es ist Elfmeterschießen und es steht 9-8. Ja, und Mutter Liverpool. Ja. Jürgen Klopp. Mo Salah. Hey, ich bin halt ein Fußballfan. Hey, was Fußball macht. Ja. Ist einfach, ist unfassbar. Salah, the best. Egypt, welcome. Nice to meet you. GoPro on. GoPro on. GoPro stopp. GoPro stopp. Ich möchte bitte, dass ein Augenmerk auf meine Schuhe geworfen wird. Das sind wasserdichte Socken. Da kommen also die Bilharziose-Larven nicht durch. Es ist leider ein wenig warm. Aber es fühlt sich gut an. Ich habe das Gefühl, heute ist so der richtige Anfang, nachdem das gestern alles noch so wackelig war. Und jetzt geht's los und mir ist schon wieder schlecht vor Aufregung. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Are you ready? Von Aswan am südlichen Ende Ägyptens bis zur Nilmündung ins Mittelmeer soll die Tour gehen. Über 1000 Kilometer in nur knapp 4 Wochen. Dann müssen beide zurück zur Arbeit. Tim führt eine kleine Medienfirma und Turtle veranstaltet Festivals für Camper und Surfbegeisterte. Aber all das ist hier auf dem Nil jetzt ganz weit weg. Das ist ein Wind, ne? Du treibst zurück. Ja. Also eigentlich geht die Strömung in die Richtung. Aber ich treibe jetzt hier Full Speed, guck mal. Mit dem Wind. Da paddelt Turtle vor sich hin. Erstens sieht es schön aus und zweitens ist es immer gut, mit ihm unterwegs zu sein. Der hat immer gute Laune, selbst wenn der Wind noch so stark ist und alles schlecht läuft. Er singt ein Liedchen und ist gut drauf. Mit so einem Typen unterwegs zu sein, ist ein Traum. Kennengelernt haben sich die beiden über ihre Partnerin. Beide teilen die Begeisterung für Surfen und Paddeln und die Lust auf Abenteuer. Ist unfassbar schön. Es ist ein Traum, in Ägypten zu sein. Es ist so fast wie eine Ehre, hier paddeln zu dürfen. Nach dieser Hochkultur und da jetzt zu sein. Wahnsinn. Die erste große Tempelanlage am Ufer des Nils. Der Doppeltempel von Komombo entstand zur Zeit der Herrschaft der Ptolemäer. Also echt faszinierend. Ja. Aber die Vorstellung, dass das vor 2000 Jahren, die das da reingeritzt haben, total beeindruckend. Dass hier vor 2000 Jahren Menschen so gelebt haben und Götter so verehrt und geheiligt haben und dass es so eine andere Welt war. Irgendwie, ich bin noch nicht so weit, dass ich das in mich reinkriege. Aber wenn du so einen Augenblick mal verweilst und dir vorstellst, das ist so ein bisschen heiler. Die rennen hier so rum mit ihren Sandalen und mit ihren Gewändern, da ist der Nil. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Also, wir sind ja auch keine Kulturtouristen. Wir sind wirklich hier zum Paddeln. Und dass wir die Kultur automatisch mitkriegen und mitnehmen, ist ja klar. Aber ich werde danach immer noch keine Hieroglyphen lesen können oder viel über die ägyptische Kultur rezitieren können, sondern ich kann das so einfach aufsaugen für mich. Ich muss es gar nicht wissen, sondern ich kann einfach hier sein, ohne irgendwelche Ansprüche. Das ist auch total viel wert. Wir nähern uns ja auch diesen Tempeln auf eine Art und Weise, wie sich vielleicht ein alter Ägypter genähert hätte. Also durch Muskelkraft oder wir erarbeiten uns das. Ja.
Ich habe extra Handschmeichler gesammelt für meinen Vater, der sammelt die nämlich und legt die immer bei sich in Detmold auf den Kaminsims. Die sind so schön und ich freue mich immer, wenn ich sowas finde, dann schenke ich es meinem Vater, denke an ihn und das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Es ist ja auch echt praktisch, wenn der Vater Steine sammelt, meine Mutter sammelt Clowns und die sind ja hier schwer zu kriegen. Und sieht auch bescheuert aus zu Hause. Das erste Kreuzfahrtschiff, seitdem wir unterwegs sind. Ich habe eigentlich gedacht, dass uns hier jeden Tag 10 Stück entgegenkommen. Aber bei der Touristenflaute passiert hier gar nichts. Etwa 300 Kreuzfahrtschiffe warten im Nil auf Gäste, viele von ihnen vergeblich. Doch Stand-Up-Paddler gibt es hier weit und breit nur genau 2. Alter Schwede, das mache ich jetzt den ganzen Monat lang, jeden Tag. Paddel für Paddel. Tag für Tag, Woche für Woche. Oh, ich hab da Bock drauf. Ja. Any Egyptian is watching this TV show. Don't throw plastic bottles in this beautiful Nile. Because it's full of it. Everywhere is plastic. You have to show it. Wir dürfen nicht über Müll groß lästern. Also es ist natürlich schlimm, wie es hier aussieht. Ja, aber wir rennen mit Carbonpaddeln rum. Die wirklich die Hölle für die Umwelt sind, die ganz schwer abzubauen sind. Wir haben riesige Plastikbretter dabei. Also wir sind nicht viel besser, wir machen es halt nur irgendwie, wir machen bewusster die Sachen auch nicht gut für die Umwelt. Guck mal, die Pharaonen haben riesige Steinmonumente hinterlassen. Ich glaube, wenn man uns in 1000 Jahren anguckt, dann sagt man auch, die haben auch ordentlich Plastik hinterlassen. Das ist scheiße. Danke fürs Mitnehmen. Eine willkommene Mitfahrgelegenheit, denn der längste Fluss der Welt zieht sich, vor allem bei Gegenwind. Also Thema ist, wo übernachten? Man kann überall schlafen hier. Hier sind überall so Terrassen, teilweise Wiesen. Perfekt. Hallo. Ich treib einfach nur weg. Ja, wird schon gehen. Wir werden was finden. Nur die Frage, wie lange man uns da schlafen lässt. Ne? Das ist ja hier verboten. Einfach wildcampen geht ja nicht. Das ist ja Militärstadt. Egal. Wir widersetzen uns. Da legen wir jetzt an. Oh, puh. Das ist totaler Wahnsinn. Man geht 100 Meter vom Nil weg in die Höhe. Es ist eine einzige Wüste. Das ist unfassbar, wie unwirtlich dieser Ort ist. Und dann guckt man darüber und es ist eine Oase. Aber wir campen hier trotzdem. Kurz mit ihm gesprochen. Es geht klar. Wir können hier übernachten. Was genau hast du gesagt auf Arabisch? Camping. Das ist international. Ja, stimmt, das stimmt. Ich habe weder von Kaffee und frischer Milch morgens gesprochen, ich habe nur Camping gefragt. Kommt gleich das unwürdige Geräusch, Tim. Kann ich mich darauf freuen? Ja. Ich habe nämlich alles aufblasbar. Ja? Also ich habe eine aufblasbare Isomatte, ein aufblasbares Zelt, ein aufblasbares Brett. Ich liebe Aufblastechnik. So, jetzt kommt das unwürdige Geräusch. Jetzt weiß ich, was ich vermisst habe. 1,5 Jahre lang hast du es nicht gehört und jetzt ist es wieder da.
Aber ihr werdet sehen, das ist jetzt alles relativ unwürdig. Ich gebe es zu, aber sobald das Zelt steht, ist es halt geil. So, und für alle, die denken, dass das irgendwie eine komische Idee ist, ein Zelt aufzubauen, jetzt erkennt man, dass das halt doch was Cooles ist. Und steht. Ein bisschen Proteine und ein bisschen was Soßiges. Das ist ein Frühstück. Ich war jetzt Glück, dass hier dieses Unterlegding ist, sonst hätten wir uns Steine legen müssen. Guck mal hier, wie das herausströmt. Das gefällt mir eigentlich auch nicht. Das läuft da raus, Tölle, guck mal. Ja. Wir haben ihn zu Hause ausprobiert. Da war es auch schon ein bisschen abenteuerlich, aber hat er nachher funktioniert. Und jetzt haben wir entweder zu wenig Petroleum da drin oder das Gerät ist doch irgendwie kaputt gegangen beim Flug. Es läuft aus dem Ventil raus. Sieht eigentlich, müsste eigentlich aussehen wie eine richtige Gasflamme. Und das ist auf jeden Fall nicht so, wie es sein soll. Lass uns trotzdem probieren. Sieh. Das kocht schon gleich, ne? Ja. Also das ist wirklich simpelstes, einfachstes Kochen. Tomatenmark in die Spaghetti rein. Wir nehmen extra wenig Wasser, damit wir nicht nachher zu viel... Willst du damit reinschütten? Das Zeug? Willst du mal anprobieren? Mhm. Das riecht generell nicht so geil. Hälfte, Hälfte? Ja. Und? Sag du mal. Du bist halb Franzose, du hast wahrscheinlich ein anderes Geschmacksorgan. Schmeckt extrem nach Fisch. Aber nicht toll. Kann nicht alles toll sein. Ein Tag war so schon toll genug. So, das kann man nicht nur essen, wenn man 30 Kilometer gepaddelt ist. Das wird aber, glaube ich, eine größere OP. Es wäre sehr enttäuschend, wenn das Ding jetzt nicht gehen würde und wir keinen Kaffee kriegen würden. Was meinst du, wie der Kaffee schmeckt, wenn er dann mal fertig ist? Ah, so eine Tour ist entbehrungsreich und hart. Meine Lust auf Kaffee ist sehr hoch. Yeah! Entflamme! Da kann das auch mal eine Stunde dauern, ehe man so einen Kaffee gemacht hat, wenn man unterwegs ist. Jetzt wäre ein Bad perfekt. Doch, was ist mit den Krankheitserregern im Nilwasser? Wir wurden ja die ganze Zeit gewarnt schon vor der Bilharziose und so. Aber jetzt sagten uns so viele Ägypter, dass es das im Nil eigentlich in dem fließenden Gewässer nicht gibt. Die baden da drin und was die Locals machen, das können wir, glaube ich, auch machen. Und gar nicht waschen ist auch keine Lösung. Absolut nicht. Vielleicht der schönste Kaffee, der beste Kaffee der Welt. Das ist der beste Kaffee der Welt. Das ist der beste Kaffee der Welt. Oh. Auf zur nächsten Paddeletappe. Bis zum Nildelta und der Mündung ins Mittelmeer haben Tim und Turtle noch immer rund 1000 Kilometer vor sich. Was? Mich fragst du, das ist eine fette Katze. Eine Katze? Ja. Oder ein Hund. Oh ja, oh scheiße. Irgendwas, was man nicht sehen will, eigentlich. Nee, das ist eine Katze. Oh krass. Schön, dass wir heute Morgen geschwommen sind in dem Zeugs.
Nicht nur tote Tiere machen das Nilwasser unappetitlich, auch die Kreuzfahrtschiffe sind wahre Dreckschleudern. Die längste Oase der Welt leidet massiv unter Umweltverschmutzung. Die einfachen Fischer auf dem Nil klagen schon länger über den Rückgang der Fischbestände. Salam alaikum. You catch some fish? Habt ihr ein paar Fische gefangen? No fish? Keinen einzigen Fisch. Oh. Ich glaube, die angeln mit Algen, ne? Algen? Oder? Was er da liegen hat? Ja, mit Würmern. Vielleicht mit Würmern. Ist no good? No. No? Wir haben nichts zu essen. No eat. Ah. You want, Müsli? Wollt ihr Müsli? Ich habe noch Müsli-Regel. Thank you. Yes? Thank you. No fish? Thank you very much. No fish. Trotz aktueller Armut, das stolze Erbe jahrtausendealter Hochkultur fasziniert bis heute. Ey, das ist unglaublich, Tim. Ey, es ist nicht zu fassen hier. Es ist nicht zu glauben, wie schön das hier ist. Assalamu alaikum. Unglaublich. Zeig mal das Schiff. Man hat das Gefühl, gleich kommt ein halber Ägypter um die Ecke, ne? Ja. Juhu! Juhu! Wo locken die Fische an, Karte? Die treiben die ins Netz, Diggi. Wie nett die Leute sind. Alle winken, alle rufen, welcome, welcome. So, herzlich willkommen in Ägypten. Danke. Wie lange lebst du schon hier und schaust auf den Nil? Schon meine Vorfahren lebten hier. Hast du schon mal vorher so Paddler wie uns gesehen? Jemand, der den Nil hinabpaddelt? Also er hat noch nie einen gesehen auf so einem Ding. Er würde es gerne mal ausprobieren. Sugar? Oh, Shukran. Und jetzt gehen wir mal probieren. Oh, mein Freund. Hoffentlich kommt er auch zurück. Very good. Bye bye. Aber ich glaube, die sind aufgewachsen mit dem Wasser, die kennen sich aus. You can come with us. Alexandria. Hey, nicht schlecht für jemanden, der es zum ersten Mal macht. Ne? Ja. Ja, aber er ist also echt ein Talent. Good. You're good, man. Good, good, good job. Aber echt nicht schlecht gemacht, ne? Das ja, der steht zum ersten Mal zum Ding. Ja. Aber ich meine, das sind halt auch Seemänner, ne? Mit ihren kleinen Bötchen, die sind auch wackelig. Und da stehen die vorne so auf der Spitze drauf und werfen ihr Netz aus. Ja. Wer sich hingestellt hat, also wie alt ist er? Schätze, 60? 70? Keine Ahnung. 70? So alt wie wir? 7, 10, 70 Jahre. Voll nett, gute Menschen. Ja, der hat sein Leben auf einem kleinen Bötchen verbracht. Das sieht man. Ja, der geht da raus, paddelt und die Dinger sind kippelig. Wenn du das nicht kannst, kannst du das nicht. Hm. Und der stellt sich drauf. Und paddel los. Gut, echt gut. Stimmt.
Tempelanlage von Edfu, geweiht dem Gott Horus in Gestalt eines Raubvogels. Das Bauwerk gilt als einer der am besten erhaltenen Tempel Ägyptens. Und das ist doch hier unsere Vorfahren. Ja, guck mal, Ägyptus. Also Stand-Up-Paddeln gab es seit Jahrtausenden quasi auf der ganzen Welt. Ne? Also viele Fischer standen einfach auf ihren Brettern. Booten, was auch immer die hatten, und haben da gepaddelt und dabei ihre Netze ausgeworfen. Also Stand-Up-Paddeln ist wahrscheinlich Zehntausende von Jahren alt. Und natürlich haben die Ägypter sowas Ähnliches auch gemacht. Und das sieht man hier halt. Ungefähr 128.000 Menschen leben in Edfu, einer staubigen Großstadt am westlichen Ufer des Nils. Für Tim und Turtle ein willkommenes Etappenziel. Heute bleibt der Gaskocher kalt. Boah, wie die Kusche. Schukran. Das sieht aber lecker aus. Boah. Aber das haben sie aber verdient, ne? Ja. Also wenn man wie tagelang Spaghetti ist, dann ist sowas ein richtiges Essen doch was Feines. Ja, ein perfekter Paddeltag, so richtig komplett. Morgens um 9 oder so los, an Tempeln vorbei. Diese Berge und die Wüste und 8 Stunden auf dem Brett gestanden, Schwielen an Händen. War super. Kein Wind. So soll es sein. Und dann abends in so eine Welt eintauchen. Ich liebe es. Gut. Hat er gut gemacht, ne? Ich habe leider kein Hemd für ihn. Ich suche ein Geschenk für Tim, der hat nämlich morgen Geburtstag. Das ist aber nicht einfach, weil hier das, was man durch den Staub erkennt, ist nicht unbedingt jetzt Tims Geschmack. Ich guck mal. Schwierig, er ist ja Minimalist, also die Sachen, die man ihm schenkt, die müssen dann auch schon gut sein, sonst kommen die weg. Nice bread. Egyptian bread. Das könnte was sein. Vielleicht machen die noch extra einen Tim-Namen drauf oder so. I look for something for his birthday. You have happy birthday? Yes. You know, and can you make, kannst du vielleicht sowas wie ein Herz drauf machen? Ja, yeah, like Tim. Und Tim mit Doppel-M bitte. Doppel-M. Macht er gut. Macht er sehr gut. Ah, voilà. Gut. Mhm. Ich hoffe, ist das der Geschmack der richtige. Wo kommt ihr her? Deutschland. Und wie heißt du? You? My name is Fatih. Wie? How old are you? Wie alt bist du? 16. Good. Weißt du, der Kleine arbeitet mit 16. Wahrscheinlich Vollzeit mit so einem Tuk-Tuk. Ja, nee. Hat keine andere Chance. Und ist ein super Fahrer. Geburtstagsmorgen.
Tim wird heute 52 und Turtle erwartet ihn schon mit einer Überraschung. Habibi. Oh, Turtle, du bist so ein guter Freund. Ah! 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 Du bist so ein guter Freund, Turtle. Alles. Oh, danke, danke. Soll ich mal, ich habe eine Sache mitgebracht. Meine Mutter hat mir einen Brief geschrieben. Also Post, eine Karte. Die muss ich mal lesen jetzt, ne? Zum Geburtstag. Ja. Von meiner Mutter. Hat ein bisschen gelitten auf der Reise. Ach nee, das kann ich echt nicht vorlesen, das geht jetzt nicht. Ach, es ist einfach schön, geliebt zu werden. Ne? Ja. So gut wie nun. Ja. Wie wichtig ist ein Alter für dich? Älter werden und... Viel Scheiße. Und gleichzeitig ist es gut, weil ich immer ein bisschen dann doch reifer werde. Und es gibt halt die Diskrepanz zwischen diesen 52 Jahren und dem, was ich spüre. Das passt halt nicht zusammen. Ne? Was das spürst du denn durch 25? 28. Wow. Ey, ich habe noch nie so einen krassen Geburtstagskuchen gehabt. Wirklich nicht. Ey, wir haben uns quasi in Lebensgefahr begeben, um das Ding zu kriegen. Wenn wir das Ding aufgegessen haben, dann macht der Gegenwind auch keine Probleme mehr. Ich habe eigentlich immer Angst vor meinem Geburtstag. Ich war als Jugendlicher schon echt schwierig. Also ich hatte auch in der Schule Probleme und hatte auch keine Freunde eine Zeit lang. Und dann so meinen 13., 14. Geburtstag, ich glaube, die habe ich echt alleine gefeiert. Aber gute Freunde gibt es halt auch sowieso nur 2-3 Stück. Ja, geht nicht. Zu mehr sind wir gar nicht in der Lage. Du hast für den 2-3, Junge. Das ist schön. Ja, es war auch toll, dass du mal in mein Leben gekommen bist. Das war... In dem Augenblick fehlte so ein bisschen das Abenteuer. Dass du mit Kindern und dann siehst du so alles jetzt normal, Kinder durch die Schule bringen. Und auf einmal ist da einer im gleichen Alter, der Bock auf Abenteuer hat und mich auch noch mitnimmt. Und keine Kinder hat und andere Welt so viel hat. Freiheit hat. Ja. Ja, ich empfinde ja mein Leben als Reise. Genau. Jedes Leben ist eine Reise. Ja. Mit offenem Ende. Ja. Das ist immer das Ding, wenn Leute später sterben und auf dem Totenbett liegen, da sagt keiner, oh, ich hätte noch mehr arbeiten sollen. Oder ich hätte noch mehr Geld anhäufen sollen. Nee, alle sagen, ich glaube, ich habe mein Leben nicht gelebt. Und das wird mir nicht passieren. Ich habe mein Leben voll gelebt. Absolut, durch und durch. Nur ein paar Kilometer flussabwärts haben Tim und Turtle eine kleine Werft entdeckt. Boote aus Stahl anstelle von aufblasbaren Plastikbrettern. How many boats, wie viele Boote baust du? How many boats? Ungefähr 100 im Jahr. Wow, das ist schnell. Eins kostet 8000 Pfund. Nehme ich eins. Ja. So ein Boot hält auch mindestens 15 Jahre. Also beim HDW machen die das genau so, glaube ich. Da muss Tim auch manchmal hin zum Helfen. Ja? Ja, Handarbeit ist halt immer noch das einzig Wahre. Also das gibt es natürlich bei den großen Schiffen immer noch. Aber natürlich unter anderen Bedingungen als hier, aber das ist schon gut. Noch eine Tagesstrecke bis nach Luxor. Doch davor liegt die große Schleuse von Esna. Alle Kreuzfahrtschiffe müssen hier durch. Für Paddler ist die Schleuse eigentlich nicht vorgesehen. Wird die Hafenpolizei sie durchlassen? Wir sind gerade bei der Polizei, die unseren Zettel checken. Zum Glück haben wir den mit. Er hat jetzt den Schein mitgenommen, ne? Den dürfen wir ja nicht hergeben, ne? Hast du einen Kanal, Papa? Was? Kanal? Hast du einen Kanal? Ja. Kanal, der Kanal. Wir müssen am Mama bieten. Ja, das kann man. Aber immer freundlich, ne? Es ist dafür, dass es ein Militärstaat ist und jetzt mal im Gegensatz zu Russland oder so.
Ja, ich glaube, das ist eine kleine Kultur. Ja. Wir dürfen jetzt durch. Natürlich dürfen wir durch. Sehr freundlich. Muss man sagen. Er hat unsere Telefonnummern aufgeschrieben, unsere Namen in Hieroglyphen aufgeschrieben. Tim Kruse und Thorsten Schulze. Jetzt geht's durch die Schleuse, sieh's auf. Ich habe das noch nie gemacht. Mit so einer Schleuse. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Das Wasser wird ja abgelassen. Und ich weiß nicht, ob wir uns festhalten. Wir können uns ja nicht festbinden, dann ist ja irgendwann das Boot in der Luft, logischerweise. Das werden wir jetzt erleben. Lockere Polizisten und eine offene Schleuse für die beiden Paddler. Doch, dass die ägyptische Staatsgewalt auch ganz anders kann, sollen Tim und Turtle schon noch früh genug erfahren. Es läuft. Ja, erste Schleuse. Nach viel Polizei, Papierkram dürfen wir rein. Es geht. Es geht immer alles. Guck mal dahinter. Es ist 30 Meter tiefer. Und hier ist der Tim. Da. Und da hinten kommt der Endgegner. Ich hoffe, dass sie das gut vermessen haben, dass wir hier reinpassen. Ja, wir müssen vor denen bleiben, sonst werden wir zerquetscht, das ist ganz klar. Ja. Schon eindrucksvoll, wenn so ein riesen Schiff auf einen zukommt und hinter dem gehen die Tore zu, dann wird das Wasser abgepumpt. Ja, wir sind ja Kieler Jungs und haben in Kiel ja die größten Schleusen. Und man dürfte niemals mit einem Sub in eine Schleuse in Deutschland oder in Europa. Du darfst ja noch nicht mal auf einen Kilometer ran. Nee. Aber in Ägypten, mit ihren ganzen komischen Regeln, haben sie dann noch irgendwie dann doch so Möglichkeiten, dass man da rein darf. Verrückt. Ja. Und die Anweisung vom Hafenmeister kam in Zeichensprache. Ne? Fassbar, in solchen Tempeln vorbeizufahren, ja. Wir kommen hier an und haben noch nicht wirklich einen Plan, wo wir heute Nacht runterkommen. Eigentlich campen in Großstädten geht nicht, das heißt, wir suchen jetzt ein Hotel oder wir haben überlegt, wir fragen mal bei den Cruise-Schippen, ob die nicht vielleicht eine Kabine für uns haben. Ja, ist nicht so einfach. Wir müssen da mal irgendwie näher ranfahren, richtig. Richtig mit einem Chef sprechen, ja, mit dem Captain irgendwie. Fangen wir einmal nach vorne rein, haben wir gleich mehrere Boote auf einmal. Campen ist in Luxor streng verboten. Wir suchen einen Schlafplatz. Aber ich kann hier gerade kein Englisch, das nervt. Wir müssen dann direkt irgendwie zu einem Schiff hinfahren und an Bord gucken. Geht nicht anders. Okay, ich muss auch langsam mal an Land. Ja, ich habe auch Hunger. Ich habe total Hunger, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Sollen wir mal reingucken? It's okay, we want the place to sleep. It's a hotel. Is it open? Yes, it's a good day. Yeah? Yes? So einfach kann das nicht gehen. Ja, also er sagte jetzt, wir haben nach einem Hotel gefragt, oder ob man schlafen kann. Er hat ja gesagt, aber ich weiß nicht, ob er der richtige Ansprechpartner ist. Tim geht jetzt mal rein und fragt. Aber ich habe das Gefühl, die höheren Positionen in den Booten, die können auch immer gut Englisch oder Deutsch. Also, hopes are up. Mal gucken. Was geht? Die Security ist hier 24 Stunden. Pass auf die Bretter auf und er gibt uns eine billige Kabine. Dürft ihr wirklich hier schlafen, oder? Ja. Tukla. Welche Zimmernummer haben wir? Das ist das Ticket zur Luxus Suite. Nobel geht in der Runde. Wir haben eine Steht schon was zu essen.
Riechst du das, Guave? Oh. Kommt einem surreal vor. Ja. Schon nett, ne? Ja. Wo sind die Menschen? Sind nicht viele Menschen hier, ne? Nee. Oh lala. Naja, so kann man sich eigentlich nicht an Deck sehen lassen. Ne? Paddeln wir ewig in dieser Wüste rum und dann bist du plötzlich voll im Luxus. Also wir schlafen hier eine Nacht drauf, das ist super, das ist guter Luxus. Und ich freue mich tatsächlich schon wieder aufs Paddeln morgen. Ach, ist da das Tal der Könige? Das sieht so aus, ne? Auf der Karte stand das so. Gucken wir uns an. Wie kommen wir da hin? Zappen wir rüber, oder? Nehmen wir Taxi. Taxi? Also Bootstaxi rüber? Ja. Und dann mit dem echten Taxi ins Tal der Könige. Ja, finde ich gut. Im sagenumwobenen Tal der Könige wurden bis heute die Gräber von 64 altägyptischen Herrschern gefunden. Darunter auch das Grab des Tutanchamun. Die Nekropole besteht aus tief in den Felsboden hineingehauenen unterirdischen Grabhöhlen. Ja, die Pharaonen, die haben ja offensichtlich die Besitztümer, das, was sie in ihrer Zeit an Reichtum angehäuft haben, schon auch mit ins Grab genommen, weil sie gehofft haben, dass sie bei der Wiedergeburt das dann besitzen. Ich für mich finde, dass die Erlebnisse auf so einer Reise zum Beispiel höher wiegen als materielle Werte. Und das unterscheidet mich vielleicht von so einem Pharao. So eine Reise ist für ein Leben viel, viel wertvoller, als wenn ich mir einen neuen Porsche kaufe oder so. Kostet auch weniger, so eine Reise. Ja. Wow. Kann man sich nicht vorstellen, dass die jetzt vor 3000 Jahren. Nee. Die Farbe immer noch hell. Weiß ich, was von mir in 3000 Jahren über ist. Diese Reise, die ist für die Ewigkeit festgehalten. Ja, auf einer digitalen Speichermedium ist halt keine 10 Jahre. Ist das die Lebensgeschichte der Leute, dass die hier liegen? Ja, guck mal, hier ist ein Delfin. Das alleine, das hier so glatt zu schleifen, ist schon so viel Arbeit. Das erste Krokodil, was wir sehen hier, guck mal. Und offensichtlich hat es damals sich von Hirschen ernährt. Ich finde es ganz besonders hier. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Dieses ganze Heilige, was die da sich aufgebaut und ausgemalt haben, liegt da tausende von Jahren. Und dann kommen immer wieder Grabräuber vor uns, die das ausrauben. Ich glaube an Karma. Ich glaube, dass ich schon das, was ich bin, die Seele, dass das weiterlebt und wiedergeboren wird. Ich glaube, dass wir nach dem Tod einfach Energie sind. Ich finde gerade bei diesen langen Ausdauer-Paddel-Geschichten zum Beispiel, ist es so, dass du der Körper irgendwann wirklich sagt, nein, 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 und nur noch der Geist dich voranbringt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Geist in mir, dass der weggeht. Der geht irgendwo hin. Das so. Ich traue sowas nicht. Ich würde das niemals machen. Ist also ich, ja. Boah, gibt ja so ein Sprichwort, immer eine Handbreit Wasser unter dem Buch. Ja. Das fehlt uns gleich hier, glaube ich. Ich gebe ungern die Kontrolle über mein Leben ab. Ist das okay, Mom? Ist aber alles blind. Alright, Mom. See you in heaven. Und von dieser Höhe wären wir tot, wenn wir fallen. Ich habe Höhenangst. Ja. Von oben sieht man halt so gut diesen grünen Streifen, der links und rechts vom Nil entlangläuft. Das ist so die Lebensader dieses Landes. Und direkt daneben ist die Wüste. Ja, Todeszone, da wächst nichts, da wächst nicht ein Grashalm. Ja, von oben sieht alles immer so friedlich und nett aus. Und wenn man dann auf dem Fluss steht, ist es halt eine völlig andere Nummer. Ja. Und noch ein langer Weg.
Also so eine Nacht auf dem Kreuzfahrtschiff, sauberes Laken, perfekte Matratze, das war schon echt gut. Wir erwarten heute zum ersten Mal Rückenwind. Das ist ganz, ganz selten hier. Normal wird er immer genau ins Gesicht. Heute kommt er von hinten, aber er bringt auch die ganze Hitze aus der Sahara. Rückenwind und 37 Grad, das ist auch Temperaturrekord bisher. Wird ein spannender Tag. Aber ehrlich, ich freue mich jetzt auf mein Zelt heute Abend. Irgendwo in der Natur, Feuerchen machen, wenn möglich, bisschen kochen, wieder nur unter uns sein. Dafür machen wir das. Tag 8 der Paddeltour über den längsten Fluss der Welt. Nach Kairo und weiter durchs Nildelta bis zur Mündung ins Mittelmeer liegen noch über 900 Flusskilometer vor Tim und Turtle. Doch durch den Gegenwind kommen sie nur etwa halb so schnell voran wie geplant. Sag mal, wie kommst du mit der Hitze klar? Gut. Okay, der Trick ist halt, den du auch machst, Hut nass machen. Ja, und dann ist das eigentlich in Ordnung. Und mit so ein bisschen Wind und auf dem Wasser ist eigentlich immer kühler. Klar haben wir jetzt bestimmt 35 Grad, aber geht, oder? Du? Oh. Wir machen da auf der Sanddüne eine Mittagspause. Das sieht schön aus. Vom fruchtbaren Ackerland direkt am Nilufer wird hier Zuckerrohr geerntet. Der Fluss liefert die Bewässerung frei Haus und dient zugleich als praktischer Transportweg. Ja, mein Freund. Sugar Cane. Das ist so viel Energie, das Zeug, ne? Das schmeckt wirklich total wie so Sirup, ne? Mhm. Super süß. Man merkt, dass wir im Hotel was erholt sind. Ne? Wir sind jetzt sehr, sehr schnell 20 Kilometer gepaddelt. Innerhalb von 3 Stunden. Und in weiteren 20 Kilometern haben wir so Inseln ausgemacht. So eine schöne, ein bisschen sandig, mit Feldern, das ist, sieht gut aus. Ja, voll. Und wir können uns wahrscheinlich verproviantieren, auch noch in dem Dorf. Diese beiden Dinger kommen mit an Bord? Ja. How are you? How are you? Good, how good. Are you? How are you? How are you? How are you? Und du also wir brauchen mal ein bisschen Obst, Bananen, Äpfel. Wir brauchen auch Salz zum Kochen, haben wir vergessen. Und jetzt legt Turtle da mal an, guckt, ob da ein Supermarkt irgendwo ist. Und ich passe auf die Bretter auf. Supermarket eat, drink. Yeah. Aiwa, I was supermarket. Heute. Hallo. Ich spreche Englisch. You speak English? No, Englisch. Arabisch. Arabisch nur. Ich spreche Arabisch wie also ich glaube, die da oben am Fenster haben gesagt, dass der kleine Junge rauskommt und gegen ein paar Bakshish mir den Supermarkt zeigt. Er will mir nichts verkaufen. My friend. Noch Salz? Salz. Spice. Sandwich. Spice, ja. Das ganze Dorf kommt mit. Ich hoffe, er hat verstanden, was ich suche. Aber ich glaube, es ist Sonntag und keine Geschäfte haben auf. Deswegen wollte der Mann mich, glaube ich, eben auch nicht bedienen. Obwohl auch vielleicht, gehört sich vielleicht nicht, weiß ich nicht.
Ich suche Salz, aber ich weiß nicht, was Salz auf Arabisch heißt. Das ist das Problem. Also Google Translate, hoffe ich jetzt mal. Salt. Wie ist begänglich? It's a spice you put on. It's like pepper, salt. No English. No, this is Arab. Arabic. No, no, no. No, it's Albanic. Sorry, it's not Arab. Das war Albanisch. Okay. Okay, hold on. Here. Salt. You want this? Yes. Oh, as malch erst. As malch, right? Malch. Yes. Yes, you will like malch. Malch. Was für eine Aufregung für die und für mich, für uns beide. Was für eine Begegnung. Toll. Wir haben Salz. Wir haben Apfel. Willst du schon mal einen? Bye-bye. 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 Bye-bye, my friend. Bye-bye, boys. Suchen jetzt einen Schlafplatz. Ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde von hier ist eine Insel. Und da wollen wir gucken, ob wir da schlafen. Das sieht gut aus. Also erstens haben wir keinen Landzugang. So, ist eine Insel. Wir sind durch den Baum ein bisschen geschützt von Blicken. Hier ist Sand, wir konnten gut anlanden. Fühlt sich einfach richtig an, ne? Das unwürdige Geräusch. So, jetzt kommt es drauf an, einen geraden Untergrund zu finden. Ordnung halten ist so wichtig. Zum Beispiel alle Taschen, die jetzt überbleiben, tue ich in diese Tasche rein, damit ich morgen nicht in der großen Tasche nach allen Taschen einzeln suchen muss. Das sind so Kleinigkeiten, die einem das Leben leicht machen. Was ich im normalen Leben überhaupt nicht hinkriege und eigentlich immer unordentlich bin, auf so einer Reise bin ich irgendwie fokussierter und konzentrierter. Tja, weiß auch nicht. So ein Platz hat kein Hotel, hat auch kein Kreuzfahrtschiff. Ja, wir haben alles dabei, wir kochen uns gleich was Schönes. Wir sitzen zusammen, die Sonne geht unter in der Sahara. Mehr geht nicht. Fuck, Polizei kommt. Die Polizei kommt. Das könnte unser Ende hier sein. Pack mal nicht weiter aus. So, es werden Papiere gecheckt. Ey, wir diskutieren mit dem Typen nicht, glaube ich. Das ist ein Polizeistaat, Militärstaat, der sagt, wir schlafen da hinten. Immerhin. So was hasse ich. Kleinen Männer mit ein bisschen Macht. Und sie nutzen sie immer voll aus, egal in welcher Kultur. Das ist bei uns genauso. Ätzend. Hier in der Stadt, neben einem Minarett, bei der Polizeistation zu schlafen. Die Polizeistation, das ist immer urban. Ne? Das ist immer viel Mauer rumrum. Wir sind ja hier, um genau das zu erleben. Und die Terrorgefahr ist hier, würde ich sagen. Wir waren eben in einem Dorf. Das sind alles ganz herzliche Menschen. Es gibt ja 10 Kilometer weiter noch. Lass uns abbauen. Wer ist stärker als wir? Lass uns abbauen. Das ist ein Militärstaat. Wir haben ja keine Chance. Komm, wir schlafen bei der Polizeistation. Noch was anderes. Gesagt, wo wir campen dürfen, nämlich auf einer Insel, die sie von ihrer Polizeistation einsehen können. Nur weil wir Helden sind, genau. Das kann man einem Rebellen wie mir eigentlich nicht antun.
Normalerweise wäre jetzt jemand auf den Baum geklettert. Also kriegt mich nicht. Kriegt mich nicht. Ich weiß, dass ich mit sowas rechnen muss. Ist ja keine Frage. Und trotzdem fällt es mir so schwer zu gehorchen und zu klein beizugeben, zu sagen, ja, der Typ ist halt stärker. Aber ich hab's eben hingekriegt. Ich hab gesagt, komm, wir lassen ihn gewinnen, er ist stärker. Egal. Okay, wir nehmen alles zurück. Also, 5 Sterne, er ist der Mann. Best Man. Wieder was gelernt im Leben. Ja, das ist irgendwie ein Ort, wo Leute hinkommen, um sich auszuruhen. Ich weiß noch nicht, wie die hier hinkommen wollen, weil das ist ja eine Insel. Wir haben ihn für einen absoluten militaristischen Idioten gehalten. Und das hier ist es. Ist ja nicht so schlecht. Aber erst sollten wir in der Polizeistation übernachten. Ja, genau. Also wir haben nicht ganz umsonst gemeckert. Ja. Und unser freiheitliches Denken durchgesetzt. Ich muss auf jeden Fall erstmal was essen. Ja. Technik, die begeistert, ne? Muss man auch mal sagen. Schlussendlich sind wir jetzt auf so einem kleinen Takatuka-Inselchen, bewacht von der Polizei. Die sitzen da hinten. Ich weiß nicht, ob sie die ganze Nacht da sitzen werden. Jetzt ist die Tuten draußen, Polizeistaat, die haben nichts Besseres zu tun. Schokolade. Ist fast versalzen, Dödel. Beim letzten Mal ist echt gefehlt Salz. Ich war ja schon als Kind so ein Rebell und kam mit Obrigkeiten und Autoritäten nicht klar. Und wenn da so ein Polizist ankommt und sagt, wir sollen da weg, weil das irgendwie gefährlich ist, und sollen dann einen Kilometer weiter runter, um vor der Polizeistation zu standen. Das ist so irrsinnig. Du musst mir Sachen gut erklären, damit ich dann auch folge und dann kann ich sogar gehorchen. Ich glaube wirklich, dass die nichts Böses wollen. Die wollen uns echt bewachen. Wovor auch immer, aber die wollen irgendwie nicht, dass es uns schlecht geht. Das ist ja nett. Normalerweise reisen hier Touristen nur in geführten Gruppen, in Reisebussen und auf Kreuzfahrtschiffen durchs Land. Die außergewöhnliche Freiheitsliebe von Tim und Turtle stößt in Ägypten an enge Grenzen. Oh, ich bin ein bisschen frustriert, muss ich sagen. Ich finde, dass sie werden den ganzen Tag bewacht von der Polizei. Das sind zwar nette Jungs, aber wenn du immer ein Maschinengewehr 5 Meter von dir entfernt hast, das ist so nicht meine Vorstellung vom Camping in der Natur. Die sind ganz nett, aber wir sind ja gerade auch hergekommen, um so ein bisschen Einsamkeit in Natur zu genießen. Und das ist für mich gerade so ein bisschen kaputt. Und ich komme mir komisch bewacht und privilegiert vor, wie so ein reicher Heini, der irgendeine extravagante Tour hier macht. Und ich dachte eigentlich, dass wir uns durch die Natur bivakieren. So, so ist das. Das paddelt mir jetzt aus der Seele den Frust. Haben wir einen kleinen Abstecher. Google Earth gesehen, dass da so ein 5 Meter breiter Fluss durch so eine Insel fließt. Gucken wir uns mal an. Schön hier. Im flachen Nebenarm des Nils können die beiden Paddler die lästige Polizeieskorte für eine Weile abhängen. Aber in Kena, dem Zielort der heutigen Etappe, werden Tim und Turtle schon wieder erwartet. Achtung, hier ist steil und komisch. Ja, wir haben das Problem, dass wir einfach unseren Zeitplan nicht einhalten können. Wir haben jetzt immer noch irgendwie 900 oder 800 Kilometer vor uns.
Und wir merken, wir schaffen nicht mehr als 30, maximal 40 am Tag. Und ich muss am 26. März auf dem 80. meiner Mutter sein. Es hilft nichts. Wir verlassen den Fluss auf jeden Fall jetzt für einen Tag. Fahren Zug oder Auto oder wie auch immer, um ein bisschen Richtung Norden zu kommen. Und sonst schaffen wir es nie bis ans Ende. Was ein bisschen frustrierend ist. Und dann gehen wir wieder auf den Fluss. Das ist der Plan. Der Bahnhof liegt irgendwo mitten in der Stadt. Nun muss ein Taxi her. Der alte Peugeot 504 ist der perfekte Lastesel. Typisch für Ägypten und ein echter Klassiker für Autoliebhaber wie Tim. What a beauty. Man, this is the best car. Mann, das ist das beste Auto der Welt, ehrlich. Was für eine Schönheit. Und du reparierst alles selbst? Das ist Eigenbau, ne? Bist du dir gewissen, ja? Ja, das ist Messing, ne? Kannst du? Ja, no problem. Totaler Traumwagen. So ein Ding, das ist. Das wär's, wirklich. Ich freue mich auf die Zugfahrt durchs Land. Das wird ja für uns sich anfühlen wie eine Rakete, so schnell reisen wir auf einmal. Sonst haben wir so 7 km/h gemacht. Jetzt werden wir wahrscheinlich über 20. Oder sogar 30. Es gibt 5 Klassen. Echt? Ja. Und wir haben die Mittelklasse gebucht. Gut. Eigentlich ist es fast ein bisschen schade, einen Laptop zu gucken, weil an uns eine ganz interessante Welt vorbei rauscht. Aber ja, ein bisschen was tun muss echt. Das auch. Ja, ich auch. Ich schreibe ja über meine Abenteuer immer Bücher. Und natürlich über dieses Abenteuer auch. Also ich reise nie ohne dieses Laptop. Das ist halt quasi mein Arbeitsplatz, mein Schreibtisch in einem. Ich bin jetzt zumindest kein Profi-Abenteurer, sondern eigentlich mache ich Veranstaltungen. Da muss man ab und zu schon mal auch mit den Mitarbeitern und den Freien und dem Team sprechen. Und einfach gucken, dass es auch da läuft. Und auch wenn wir uns dann für einen Monat rausnehmen, für so eine Abenteuerreise, geht es zu Hause weiter und viele Leute wollen was von uns. Ohne Laptop ging es eigentlich gar nicht. Wir haben gedacht, wir schaffen das, 1200 Kilometer zu paddeln, sodass wir am Tag, wenn wir 5 bis 6 Stunden paddeln, unsere 40, 50 Kilometer schaffen. Da hätten wir das geschafft, die Strecke. Und wir schaffen am Tag jetzt durchschnittlich tatsächlich nur 25 bis 30. Auch wegen echt viel Gegenwind, ne? Ja, jetzt müssen wir halt mal 300 Kilometer Zug fahren. Wäre aber trotzdem schön gewesen, das aus eigener Kraft zu schaffen, den ganzen Nil, den ägyptischen. Und so schaffen wir halt nur, naja, vielleicht 2/3, wenn es gut läuft. Es bleibt ja unsere Reise, egal was wir machen. Ja? Das ist unsere Reise nicht mehr auf dem Nil, sondern jetzt gerade mal am Nil. Aber es sind unsere 4 Wochen, die wir nie vergessen werden, auch wenn wir jetzt einen Tag Zug fahren. Mit dem Zug nach Mittelägypten und der Mündung ein gutes Stück näher. El Minya ist die größte Stadt der Region und bekannt für die Produktion von Seife und Parfum. Auf dem Fischmarkt allerdings merkt man davon eher nichts. Ein ganz schön große Fische hier, haben wir bisher noch nicht gesehen, Welse. Und ich glaube, das andere ist eine Art Esche. Die ernähren sich eigentlich von dem, was auf der Oberfläche ist. Das heißt, sie werden hier relativ viel Öl auch zu sich nehmen. Normalerweise fischen wir immer beim Paddeln, weil das ist so ganz spannend, wenn einer anbeißt und es ergänzt unsere Spaghetti abends. Aber hier am Nil haben wir uns beraten lassen, sollte man den Fisch nicht essen. Nach knapp 2 Wochen Biwak-Tour wollen sich Tim und Turtle beim Friseur etwas in Form bringen lassen. Wir wissen, wie wir aussehen wollen. Brad Pitt, George Clooney, kriegen wir hin, oder? Ja, dann holt er gleich den Chirurgen dann noch. Ich glaube, bei ihm ist es leichter. Like this? Aber ja? Ist auch in Deutschland schwer, die Friseure verstehen irgendwie, was ich will.
fühle mich sowieso hier in Ägypten wie Brad Pitt, weil wir immer Bodyguards um uns haben. Und jetzt kommt das Optische noch dazu. Ja, beim Friseur rauchen ist das Größte. It's a man's world. Sieht gut aus. Sieht so wieder aus wie ein Mensch, Alter. Also ich glaube, das lasse ich nicht mit mir machen. Ja, also das Haar hätte ich gerne so. Und den Schnurrbart. Clark Gable. Clark Gable, kommt mal mit dem Stil hier aufs Brett. Wir brauchen eigentlich nur noch einen Turban und so einen Umhang und dann sind wir total an der Cover unterwegs. Ja, verwechselt sich, würde ich sagen. Aber nicht schlecht gemacht. Gut gemacht. Schukran. Very good. Good. Very good. 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 Geht, ne? Kann man machen. Toll. Wir reisen halt mit Stil, ne? Ja. Auf so Reisen ist man sehr eng beisammen und muss wirklich gucken, dass man sich auch arrangiert mit der Andersartigkeit des Reisepartners. Tim ist so und ich bin eher so. Und da hatten wir jetzt auch schon mal einen Abend, wo wir uns angekotzt haben, oder ich denke. Wo die Kamera zum Glück nicht lief. Eigentlich witzig, ne? Du suchst ja immer Partner, die so sind wie ich. Also, und ich suche mir Partner, die so sind wie du. Also meine Frau ist auch eher sehr, fühlt sehr intensiv. Ja, und meine Freundin ist wie du. Ja. Ist ein sehr ausgeglichener, ruhiger, liebevoller Mensch. Ja, das schweißt schon zusammen. Wir haben so einen Reisebeziehungsschatz. Einer der Hauptpunkte, der uns verbindet. Ja, wir sind Reisende. Endlich wieder auf dem Nil. Und heute geht es gut voran. Wir sind noch keine 2 Wochen unterwegs. Überleg mal. Verrückt, oder? Ja. Wir sind schon ewig unterwegs. Fühlt sich an wie Monate. Also die Wetterfrösche sind hier in Ägypten genauso verpeilt wie bei uns in Deutschland. Für jetzt wären so 3 bis 4 Windstärken angesagt und das ist spiegelglatt. Das ist total herrlich. Wir waren ja so ein bisschen verzagt, ne, dass diese Reise irgendwie nicht so läuft, wie wir wollten. Aber das jetzt müssen wir uns merken, ne? Ja. Und wieder harte Tage kommen. Das Einzige, was nervt, ist die Wasserschutzpolizei, die uns die ganze Zeit begleitet. Aber kommen auch mit klar. Allmählich wird es Zeit, einen Lagerplatz zu finden. Doch ob die Bewacher das wilde Camping heute Abend erlauben? Hier können wir uns schön runterklemmen. Ich finde das eigentlich ganz gruselig. Ja. Ja, wir haben aber jetzt echt einfach keine Alternative mehr. Gucken, was unsere Polizeifreunde dazu sagen. No. Schlangen? Yes. Ja, eine Kobra. Kobra. Das ziehen wir nicht durch bei denen. Wir sollen auf uns aufpassen. Okay, we go with you. Okay. Yalla. Yes, yes. Sit here. Okay. Sit down, sit down. Jetzt sitze ich hier behind blöd. Keiner spricht wirklich Englisch. Can we put our tent on the island? Englisch, no, she knows. Not so good. No, okay. Weil einmal. Luis Nazar Kayamatina. Ich hab den Translator. Polis. Polis. Yes. Wo sollen wir schlafen? Google Translate. Wir stellen klar die Frage, schlafen wir im Hotel und wer soll bezahlen? Antwort, ja. Klare Antwort, ja. Wir warten jetzt auf den General. Der angeblich Englisch kann. Ja. Und dann müssen wir im Hotel schlafen. Wo wir sagen, ey, wir können auch hier echt im Zelt schlafen. Das ist total in Ordnung.
Doch hier dürfen Tim und Turtle weder im eigenen Zelt noch im Hotel übernachten. Für die Paddelfreunde soll es diesmal ganz anders kommen. Wir sind im Polizeigewahrsam. Ja. Wir sind in einem Knastauto gelandet. In Ägypten. Aber ist alles in Ordnung. Ja, sind alle total lieb. Wir sind auch nicht in Handschellen. Wir haben auch vor uns ein Polizeiauto und werden jetzt zurückgefahren, von wo wir heute Morgen gestartet sind. Anders geht es irgendwie nicht. Es ist ein Polizeistaat, der nicht mit sich reden lässt. Wir haben 3 Stunden rumverhandelt. Die sind aber alle nett, muss man sagen. Ja, die haben ja Zeit. Also das Problem ist, dass die uns einen guten Aufenthalt bescheren wollen und dass die Angst haben, dass wir irgendwo sein könnten, wo wir es nicht gut finden. Das ist das Problem. Wir durften nicht auf der Polizeistation schlafen, wir durften nicht auf der Insel schlafen. Irgendwie ist das ja alles witzig. Ne? Wir haben schon so viele Abstriche gemacht aus dieser Reise, dass wir Zug gefahren sind. Ja, wir haben einen Tag auf dem Boot verbracht, wo wir nicht fahren können. Also den ganzen Nil paddeln wir ja eh nicht mehr, deswegen ist dieser Tag auch egal. Und es war ein herrlicher Tag. Die Rückfahrt mit dem Polizeiauto ist jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber so ist es halt, wenn man reist. In Ländern, die man nicht kennt. Es fühlt sich komisch an, jetzt wieder dahin zu fahren, wo wir gestern gelandet sind. Ach, mal gucken, ob die Polizei-Eskorte da ist, wie versprochen, um 7.30 Uhr. Schauen wir mal. Wird schon. Keine Polizei-Eskorte da, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht auf dem Weg sind. Wahrscheinlich haben die noch im Kreis von 5 einen Tee gemacht, diskutiert, ob sie uns abholen sollen, wirklich oder nicht. Ja, weil wenn dir in Deutschland ein Polizist sagt, ich fahre dich von A nach B und bringe dich am nächsten Morgen von B nach A. Dann machen die das aber hier nicht. Our boats are in Samalut. Google Translate. Ich habe mir jetzt geschrieben, unsere Boote sind in Samalut Polizeistation. Vorher stand da Somalia, das war vielleicht ein bisschen unverständlich. Ich habe meine Lesebrille nicht dabei. Aber das wird schon. Regino, komm, das kann noch Stunden dauern. Wir warten. Wirklichkeit ist auch eine deutsche Erfindung. Die kommt. Ja. Manchmal. Und irgendwann fährt der Polizeitransporter dann doch noch vor. Die Niltour mit Hindernissen kann für Tim und Turtle endlich weitergehen. Wir sind zurück bei unserer Polizeistation von gestern. Und unsere Bretter sind auch noch da. Das ist von großem Vorteil. Die Polizisten sind auch noch da. Man sieht sie. Und jetzt geht's los. Goodbye. Thank you. Yalla, yalla. Super schick hier, aber es ist echt eine Quälerei. Also der Wind ist voll Power. Einfach echt raue Bedingungen. Ist ja am Knallen, der Wind. Boah. Komm gegen den Wind nicht mehr an. Wir haben auch keinen Bock mehr gegen den Wind anzukommen. Was ist der Plan? Dranbinden und von der Polizei ziehen lassen. One. Go. In der Mitte. Okay. Wir sind wieder auf dem Polizeiboot. Leute. Nach gut 2 Wochen nähern sich die Paddelfreunde der Skyline von Kairo. Was schon auf dem Land nicht zu übersehen war, wird in der Millionenmetropole immer deutlicher. Der Nil verkommt mehr und mehr zu einer riesigen Müllhalde. Doch einige Fischer halten dagegen. Anstelle von Fischen ziehen sie jetzt Plastikmüll aus dem Wasser. Dahinter steckt ein ambitioniertes Projekt junger Umweltschützer. Wir haben uns Gedanken gemacht, was mit dem Müll hier ist auf dem Nil und haben Mohamed von der Organisation Very Nile kennengelernt im Internet und jetzt uns verabredet, ihn mal zu besuchen. Hey. Hello. How are you?
Seetuch. Und er will uns mal zeigen, was er versucht, um den Nil sauberer zu machen. Mit einer Non-Profit-Organisation. Ganz gespannt. Das ist der Seehamster, ein Boot, das dafür da ist, um den Nil zu säubern, zusammen mit den Fischern und Freiwilligen. Wir nutzen Fischernetze und wir sammeln am Ufer, da wo sich der meiste Müll ansammelt. Wir sammeln alles, sortieren es hier in den Körben und dann pressen wir es in unserer Werkstatt. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Hier ist unsere Halle für die Müllpressung. What do you do here? You press the... Yes, we compress all of the plastic. Okay, do you want to try it? Yes. What's my... Tim. Also, das Ding kann richtig was. Okay, like this? Das ist... Ich habe bei solchen Aktionen immer das Gefühl, es ist großartig, weil es halt ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, die Regierungen müssen was tun, die Industrie muss reagieren. Es muss sich so viel ändern und das hier, ja, hol doch hier tonnenweise raus. Es werden halt das Tausendfache an Tonnen wieder nachgepackt, reingeschmissen in den Nil. Das ist immer das so, wo mir das Herz weht und wo ich merke, wie viel Liebe die Leute reinstecken. Und am Ende wirst du es so nicht ändern. Oh, bei jedem kleinen bisschen hilft. Ja. Wenn man nicht mehr anfängt, dann wird man auch nie fertig. Das ist die Sandkörner aus der Sahara-Frage. Ja, und irgendwann musst du anfangen. Nee. Ja, oder du kannst die Sahara zum Mond schießen. Du musst die Energie. Also immer auf die anderen zu zeigen, hilft auf jeden Fall nicht. Du musst die Energie in das System stecken. Quasi das System ändern. Das hier ist. Hier war hier richtig Plastik weggeschafft. Das ändert doch was. Das ändert auch was im Kopf der Leute, glaube ich. So, here is where the hier ist die Lagerhalle. Das Plastik, das wir von den Fischern einsammeln, wird zuerst gewogen und dann sortieren wir es nach Farben. Und das Recycling bringt sogar etwas Geld für die Fischer ein. Also wenn sie 500 Säcken bringen, verdienen sie 2500 und das sind ungefähr 120 Euro die Woche. Das ist die Berinal-Werkstatt. Hier schaffen wir Jobs für die Frauen, die hier auf der Flussinsel leben, oder die Frauen der Fischer. Wir bringen ihnen hier bei, wie man die Plastiktüten und Säcke upcyclen kann. An der ersten Station machen sie daraus diese Bahnen. Und damit kann man dann verschiedene Sachen herstellen, wie zum Beispiel diese Taschen, die wir dann verkaufen. 100% Plastiktaschen wie diese. Das wäre natürlich eine super Idee, wenn man das recycelte Subs gäbe. Ne? Also das wäre es ja. Du machst quasi altes Plastik raus, aber es ist schwer. Du musst halt auch eine Menge aushalten. Ja genau, das Problem ist, dass das alles unterschiedliche Fraktionen sind, unterschiedliche Plastikarten. Und diese Subs, die sind aus einem sehr stabilen Plastik. Das heißt, das kann man nicht aus recycelt Plastik so einfach machen. Aber als Subber kann man natürlich sowas kaufen und damit helfen. Ja, so that was very nice. Thank you, man. No, thank you, guys. Danke euch, Jungs. Wir wünschen euch alles Gute. Wir wollen euch noch ein paar T-Shirts mitgeben. Mit denen fahren wir bis zum Mittelmeer. Jetzt gehört ihr zum Verinal-Team. Ich werde dieses tolle Projekt gerne unterstützen. Jetzt seid ihr bereit, eure Reise fortzusetzen. Und sagt es weiter, wenn ihr den Nil hinunterpaddelt und auch in Europa. And welcome to Cairo. Gut, dass es einen Griff gibt auch, ne? Das ist nicht schlecht. Bei Kairo erheben sich auch die Pyramiden von Gizeh. Ein Highlight, das auf keiner Ägyptenreise fehlen darf. Und heute gönnen sich Tim und Turtle dann auch mal das typische Touristenprogramm. Komm, Turtle, sag mal ehrlich, wie war's? Wie ein Wüstenschiff, wie man sich ein Wüstenschiff vorstellt. Wackelig, aber gut, wir haben uns gut verstanden, wir beiden. Oh, vielleicht doch nicht. Ich habe mich mit Tims gut verstanden. Ja. Also mit, nicht mit ihr, aber mit deinem Kamel. Ach so, Entschuldigung. Ja. War gut, ist ein Traum. Ist geil hier. Ist unfassbar. Higher.
Zwischen der Mykerinos und der Cheops-Pyramide ragt etwa 140 Meter die Chefren-Pyramide empor, die zweithöchste aller ägyptischen Pyramiden. Oh, krass. Total crazy. Also sich vorzustellen, dass die vor 4000 Jahren das hier aufgestellt haben und wie viel Masse hier bei uns ist von Menschenhand darauf aufgebracht. Total trockene Luft hier drin. Das Gefühl, also es ist jetzt nicht kalt oder es ist endlich mal nicht kalt. Es ist eigentlich wärmer als draußen. Das ist ein besonderer Ort. Ich würde einfach gerne mal sitzen bleiben und auch mal spüren, ob man echt was spürt. Die Menschen damals hatten halt genau die gleichen Ängste und Sorgen wie wir. Es ging nur um die Angst vor dem Tod, als existenzielle Basisangst, die wir alle haben. Und dann haben die halt diese Pyramiden gebaut für die Ewigkeit. Ich würde am liebsten hier bleiben. Ehrlich, ich würde am liebsten die Nacht hier an der Pyramide verbringen, am besten auf der Pyramide. Ich finde das so faszinierend hier, so packend. Da kommt nichts mit. Ja. Wie viele tausend Jahre das hier in relativer Ruhe verbracht hat, bevor das zum touristischen Highlight wurde. Ja. Aber ich wäre hier gerne auch mal in einem ruhigen Augenblick. Das war in einer Riesenstadt zu sein. 25 Millionen Einwohner. Ja, die Polizei hat uns allein gelassen. Hier in Kairo. Ist schön. Aber riesig, diese Stadt. Also wir paddeln bestimmt seit 1,5 Stunden mit Häusern links und rechts. Ja, da vorne kann man, glaube ich, ganz gut anlegen. Ein ganz schönes Café hier direkt am Nil. Ein Kulturcafé, ne? Wir haben so Glück gehabt. Und heute Abend wollen wir dann noch mal gucken. Der Bedienung meinte, dass hier noch eine Band spielt. Er hat einen Freund, der hier in der Nähe ein Hotel hat, wo wir ein Zimmer haben. Perfekt. Und dann werden wir hier noch mal herkommen und uns das angucken nachher. Ne? Auf jeden Fall. Wir machen kein Auge zu. Wir tauchen ein ins Nightlife. Haben wir uns verdient. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich habe das Land gefühlt. Es war das erste Konzert seit 2 Jahren, das war Wahnsinn. Danke für das Konzert, es war super. Du bist großartig, wirklich. Du hast ein offenes Herz und jeder hat mitgesungen und du bist so ein guter Sänger. Wir brauchen ein Boot, um jetzt im Delta weiterzukommen. Ein Begleitboot, weil wir nicht campen dürfen. Frag mal hier. Im Nildelta hat die Polizei das Zelten komplett verboten. Hotels sind teuer und liegen oft weit vom Flusslauf entfernt. So muss jetzt ein schwimmender Schlafplatz her. Can you speak English? Yeah. English? Can you help us? We want to go to the Mediterranean. Can we talk to the captain?
Schwierige Nummer hier. Sehr so schwierige Verhandlungen mit Übersetzer anrufen. Anstrengend. Wir haben ewig verhandelt, wir haben jetzt einen Captain, wir haben aber jetzt die Möglichkeit, bis zum Ende zu kommen. Ja? Und vor allen Dingen, wir können, falls die Polizei uns nicht an Land schlafen lässt, hier auch an Deck schlafen. Wir können hier Wasser mitführen. Das Fabius wird gut jetzt. Aber ohne Boot wäre es nicht gegangen durchs Delta. Nee. Das ist jetzt erstmal der Einkauf für die nächsten Tage für die Crew. Und uns. Also Kapitän kriegt auch was zu essen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Jungs hier mit an Bord sind. Ja, also auf jeden Fall fing der Tag schon mal mit einer Shisha an. Insofern kann ich nicht schief gehen. Glaube ich, rechts gelassen. Mal gucken. Das ist unser Chefeinkäufer hier. Der kennt sich aus, spricht Deutsch. Wie, guten Morgen. Wie mein Vater. Und aber auch Ägyptisch. Ein bisschen Deutsch, ein bisschen Ägyptisch. Ja. So geht's. Also ich glaube, wir sind soweit bereit. Wir haben genügend Raum hier. Also, wir haben eine Shisha, was brauchen wir mehr? Ja. Ja, wir schmeißen die Leute aus Wasser, komm. Also wir müssen heute sicherlich noch 10, 20 Kilometer paddeln gegen den Wind, bis wir ins Delta kommen. Dann dürfen wir den Abzweig nicht verpassen in den Delta-Arm, den wir dann paddeln wollen. Wir werden versuchen zu bivakieren, wenn die Polizei uns nicht verfolgt. Das Begleitboot wird aber in der Nähe bleiben und falls die Polizei uns nicht campen lässt, gehen wir aufs Boot. Ab ins Delta. Etwa 25 Kilometer nördlich von Kairo fächert sich der Nil zum Nildelta auf. Nur wenig größer als Rheinland-Pfalz bildet es die fruchtbarste Region in ganz Nordafrika. Doch schon die erste Schleusenbrücke droht die Weiterfahrt ins Delta zu verhindern. Oh oh, das wird richtig knapp. Ich glaube, das passt nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, das passt nicht. Aber wir rasieren jetzt unser Dach ab hier. Also ich sag dir, wir kommen da nicht durch. Wenn wir 15 Leute da hinstellen, da hinten ist der Motor, das Ding wiegt 15 Tonnen, du kriegst das nicht so gekippt. Ich wette, wir kommen da, das ist nur eine Frage der Menschenmenge. Die wir da vorne raufladen, kommen wir da durch. Und wo willst du die 100 Leute herkriegen? Hier oben sehe ich dir. Von hier, auf weg. Moment, überlegt, ob wir das abschrauben können. Ja, da sind 4 Schrauben. Wenn man das ablöst, dann kann man das wegtragen. Also es gewinnt niemand die Wette, weil wir nicht das Ding abschrauben. Yes! It will work. Ja! Das funktioniert! Das ist unglaublich! 3 cm! Hat funktioniert! Spitze! Oh, na ja, na ja! Ich hätte gedacht, dass es im Delta so eine Stadt gibt, so was Riesiges. Und ich glaube, dass wir die ersten Touristen sind. Reisenden. Also damit wir nicht mehr so schrecklich auffallen als Touristen in dieser Stadt, die quasi noch nie Touristen gesehen hat, kommt jetzt der Kaftan. Wir wollten mal ein bisschen inkognito unterwegs sein, damit man auch mal einfach nur entspannt ein Wasser kaufen kann oder so, ohne dass gleich ein Volksfest ist. Wir gucken mal, ob das jetzt klappt, ne? Ja. Was ich ja ein bisschen bezweifle. Also wir müssen uns auf jeden Fall noch so einen Turban besorgen. إلا يظنون فويل للذين
soll jetzt nicht wirken wie eine Karnevalsgeschichte, die wir hier machen, überhaupt nicht, sondern wir wollen wirklich einfach unbemerkt durch die Stadt kommen, nicht als Touristen auffallen und genau dafür machen wir es. Ja. Also es ist jetzt so, dass wir wirklich beobachten können, ohne die Beobachteten zu sein. Ich glaube, wir sind jetzt mehr drin, ja, können jetzt mehr rein. Und das gehört zum wahren Reisen auch dazu, finde ich, einzutauchen. Unterschied zwischen Urlaub und Reisen, unter anderem. Ja. Wir kommen hier durch, ja, und das Kamerateam, was man nie sieht, ist umlagert von Kindern und allen möglichen Menschen. Und wir sind komplett inkognito. Ist gut. Ruhige Nacht war es nicht. Oh, ich bin ein bisschen verkatert, ein bisschen muskelverkatert. Ein paar dann gestern. Mal gucken, was der Tag bringt. Ja, ich hatte zwei Bandscheibenvorfälle. Deswegen muss ich immer ein bisschen meinen Knochen und Muskeln sagen, wo sie hingehören. Ich trinke ein bisschen Nilwasser. Hier läuft ja alles rein, ja, also nicht nur Tiere, sondern halt auch der ganze Menschendreck. Also, deshalb habe ich ja so Angst reinzufallen. Hier ist der Nil wirklich alt, ja. Der hat also den ganzen Dreck von 6000 Kilometern mitgenommen. Alles landet immer im Nil, ne? Und doch trinkt Ägypten aus dem Nil, der einzigen Wasserquelle inmitten der Wüste. Aber das geht nur noch mit aufwendiger Wasseraufbereitung. Also hier gucken wir uns die Kläranlage an. Lass uns mal erklären, wie das Nilwasser hier, welche Art und wie effizient und wie überhaupt das Wasser geklärt wird, was eine gute Sache ist. Ja, wir erwarten eine klare Kläranlagenerklärung. Hier ist der Sandfilter. Viel zu viel Müll und Abwasser landen ungeklärt im Nil. Das dreckige Flusswasser muss darum gut gereinigt werden. Das klappt hier nur noch mit Chlorgas und dank bewährter Technik aus Baden-Württemberg. Macht einen Eindruck, als ob das ein sehr solides Ingenieurswesen ist, was auch gut gepflegt ist. Und super. Ich würde das Wasser hier aus dem Wasserhahn trinken. Wahrscheinlich nicht groß anders als bei uns in den Nullerjahren. Denn die Anlage stammt ja aus Deutschland, wurde 2000 hier installiert. Das wird schon ein guter Standard sein. Ja. Hast du nicht einmal vom Nil getrunken? Singt die ägyptische Starsängerin Shirin in einem ihrer bekanntesten Lieder. Doch heute sagt sie, trinkt lieber nicht vom Nil, sonst werdet ihr krank. Ich werde und will mich nie daran gewöhnen, dass Menschen so mit der Umwelt umgehen. Ja, mit diesem Fluss, der für Leben steht, der nur Leben hier gespendet hat. Und dass wir damit so umgehen, das geht nicht. Vielleicht ist das sehr, sehr überzogenes, europäisches, erste Weltdenken. Klar haben die Menschen hier andere Probleme, aber so kriegen die noch viel mehr Probleme. Wir sind konstant seit 3 Wochen jeden Tag unterwegs. Und haben noch dazu jeden Tag die Polizei am Hals. Ja, jeden Tag, absurd, total absurd. Und sie lassen uns nicht in Ruhe. Also da hinten am Horizont sind sie auch schon wieder zu sehen. Und ich muss sagen, bei mir ist die Luft raus. Es sind immer so zwei Seelen in einer Brust. Ne? So, auf der einen Seite möchte man natürlich total gerne auf dem Nil weiter sein und dankbar sein und glücklich sein. Und gleichzeitig auch echt ankommen und mal eine Pause haben. Und ja. Ich fühle mich erschöpft. Die Jungs haben uns hier nach dem gefragt, einen Tee trinken wollen. Hey, shukran, guys. Thank you very, very much. So eine Begegnung, das macht's halt aus. Das ist genau das, warum wir unterwegs sind. Welcome to Egypt, das meinen die so. Und so herzensgute Menschen. Häufig haben wir kein gemeinsames Wort gehabt, aber haben viel zusammen gelacht. Das werde ich nicht vergessen.
Schon ein abgefahrener Trip, das kann man ja anders sagen. Ja. Eine Reise in eine andere Welt. Anders als die Kirchenglocken von Van Eyckel, ne? Der Damietta-Arm durchs östliche Nildelta ist fast geschafft. Nur noch wenige Kilometer bis zum Mittelmeer. Also das sieht ja auf jeden Fall mediterran hier aus. Aber genau ist da nichts in Sicht. 6 Kilometer sind immer die nächsten. Mohammed hat die nötigen Papiere und Genehmigungen gesammelt, damit Tim und Turtle hier überhaupt paddeln dürfen. Denn über die Flussmündung wacht das ägyptische Militär. Manchmal habe ich gedacht, dass ich das nie mehr zu Augen zu sehen bekomme. Weil so endlose Weiten bei mir. 1200 Kilometer. Und immer am Ende noch ein Knick, noch ein Knick. Und jetzt final. Das Mittelmeer, Wahnsinn. Grüße auch meine Verwandten, weil die mich kennen in der Heimat. So, wir haben jetzt noch ungefähr 500 Meter, dürfen aber nicht weiter, weil die Armee uns noch keine Genehmigung gibt. Weil uns die Armee keine Genehmigung gibt, die letzten Meter zu paddeln. Da müssen wir jetzt drauf warten. Aber das schaffen wir jetzt auch noch. Die 2 Stunden haben wir auch noch. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir dürfen die letzten Meter nicht paddeln. Nein, dürfen wir nicht. das ist Ägypten. Welcome to Egypt. Es geht nicht. Ich paddel da hin. Soll mich festnehmen, ich paddel da mal hin. Wir paddeln da hin. Sollen sie uns ins Gefängnis stecken? Ja, laut unserem ägyptischen Freund werden wir dann verhaftet. Ich habe da totale Angst vor. Ich gebe echt zu, ich habe vor Polizeistaaten Angst. Gehen wir klein bei, es lohnt sich nicht, hier gefoltert zu werden oder sonst irgendwas, nur weil wir noch 200 Meter paddeln wollen. Dann gehen wir jetzt gleich ans Mittelmeer und springen so in die Flut. Okay, Digi? Ja. Wir sind so weit gekommen, bis etwa 100 Meter von dem Meer. Und dann hat uns Militärgeheimdienst verboten, da hineinzufahren. Ja, da kannst du nur den Kopf schütteln. Kannst du nur den Kopf schütteln. Mensch, sei nicht traurig. Nur 100 Meter. Ist nicht zu fassen. So nah und doch unerreichbar. Am Ende der langen Paddeltour zeigt sich die ägyptische Staatsgewalt dann doch noch von ihrer unerbittlichen Seite. Die Nilmündungen können Tim und Turtle nur mehr zu Fuß erreichen. Also für mich fühlt sich das nicht als Scheitern an. Und das gehört auch zu einer guten Reise dazu, das anzunehmen, was ist, und das Beste draus zu machen. Das ist halt echt eine harte, strapaziöse, ungeplante Reise gewesen, die völlig anders verlief, als wir wollten. Das ist auch okay. Und jetzt am Mittelmeer zu stehen, das wollten wir. Egal wie, wir wollten am Mittelmeer ankommen von Aswan. Und das haben wir geschafft. Ja.